Hallo, wie geht's denn so? Mein Name ist Nerdmask und ich habe mir ein schönes Paket bestellt, voller Nerd-Sachen. Ich nenne es mal Lootbox Opening. Nein, Lootbox ist ja, wenn man nicht weiß, was drin ist. Also, ich sag mal, ich mache jetzt ein Nerdbox Opening. Nerdbox. Gerade selber erfunden. Ich erhebe gleich Patent drauf. Nerdbox. Wehe, jemand klaut das. Wehe. Und zwar, ja. Habe ich dann ein paar Items bestellt von bestimmten Serien und Filmen. Habe ich halt mal wieder mir was gegönnt jetzt. Jetzt habe ich ja, am Anfang hatte ich ja nur die Maske hier. Habe ich mir gebastelt. Jetzt habe ich einen Umhang. Dann meinen Handschuh, den habe ich jetzt gerade nicht an. Und dann kaufe ich jetzt nach und nach ein paar Erweiterungen sozusagen für den Anzug, fürs Kostüm, für den Nerd-Suit. Dann wollen wir mal nicht länger drum herum reden. Öffnen wir das Paket. Moment. Ich möchte die Inhalte nicht beschädigen. Tja, dann müssen wir es auf die altmodische Tour machen. Erbärmlich im Vergleich zu einem Laserschwert, stimmt's? Wo geht's denn jetzt überhaupt auf? Ah, ich glaube, ich muss es umdrehen. Nur eine kleine Bypass-OP. Hier vorne. Zack. Na, geh auf. Oh. Weg damit. Erstmal, aber was ist jetzt? Was ist das jetzt? Okay, ich weiß, was das ist. Das ist. Patschen wir das mal raus. Fisten! Ganz fest, ganz hart! So. Schwere Geburt. Das ist ein Game of Thrones Westeros To Go Becher. Das ist, also die Bestellung ist von Elbenwald. Nicht, dass ich hier jetzt Schleichwerbung machen will, aber ich sag's bloß. Und da gab es eine Aktion, da gab es, wenn man einen Game of Thrones Artikel bestellt, gibt es diesen Becher da. Gab es diesen Becher dazu. Geh auf! Ich habe vergessen, Bett zu sagen. Ist doch ganz schön. So ganz nett. Ich meine, jetzt nichts mega Besonderes, aber ist halt ein To-Go-Becher. Nicht so spektakulär, wie gesagt, aber es ist ein netter Becher. Ist ein netter Becher. So. Wir stellen es schon hin. Was haben wir da noch hier drin? Ah. Okay. Mein T-Shirt. Dazu darf ich jetzt nicht viel sagen. Das ist eigentlich Spoiler. Ich möchte jetzt nicht unbedingt jemanden spoilern. Aber ich denke, jeder, der Game of Thrones bis zum Ende gesehen hat, sollte die Bedeutung dieses T-Shirts verstehen. Nicht heute. Am liebsten gleich anziehen, aber ich trage schon eins. Ein Game of Thrones T-Shirt. I drink and I know things. So. Dann haben wir hier, oh, das ist besonders awesome. Ist das schon? Ist das jetzt schon? Okay, das ist eine Cabbie von Star Wars. Ich guck dir das mal auf. Okay, passend tut's. Ich muss nur das Schild weg. Wo ist der Schalter? Die hat nämlich eine Leuchtfunktion. Ich weiß, die hat eine Leuchtfunktion. Funktioniert das? Funktioniert das? Wo ist hier der Schalter? Ziemlich viele Kabel. Hier ist der Knopf, oder? Ist er das? Das ist er. Ah! Jetzt ist es. Das ist cool. Das ist absolut cool. Eine leuchtende Lichtcabbie, nenne ich sie mal. Richtig geil. Richtig schön. Von der hellen Seite. Es gibt auch eine von der dunklen Seite. Die halt rot leuchtet da vorne. Aber das ist cool. Ich finde es richtig nice. Ich weiß nicht. Das ist so eine Nerd-Sache wahrscheinlich. Da kann man sich auch nur als Star Wars Nerd drüber freuen. Aber ja. Ich finde es cool. Wo ist jetzt nochmal der Schalter? Ah, der Schalter. Den Schalter zu finden ist aber ein bisschen umständlich. Der ist nicht so gut platziert. Da muss man ein bisschen fummeln. Aber ansonsten, coole Cabbie eigentlich. So. Dann kommen wir. Moment, kurz was trinken. Dann kommen wir zum Haupteck, wo ich ein bisschen was erzählen muss zum Hintergrund. So, ich stelle kurz den Karton weg.
Zeige ich das. Wer ruft mich denn jetzt an? Ist es euer Ernst? Lustig. Passiert selten, dass mich überhaupt jemand anruft. Und dann, wenn ich mein Video drehe, egal. So, und zwar habe ich mir bestellt, und jetzt muss ich schauen, wie ich das aufkriege. Ich will es euch nicht sagen, ich will die Spannung nicht verderben. Wie kriege ich das hier auf? Ah, das kann man hier rausschieben. Okay, das kann man hier rausschieben. Schöne Box. Mhm. Oh, das schaut schon so edel aus. Das ist, wenn ich es nur aufkriegen könnte. Das sind immer so, die Boxen sind immer so schwer zum... Ah! Oh, das ist ein Warte-Ding. Oh! Soll ich mal die Kamera drauf richten? So. Ui. Ui, oh. Das fühlt sich so edel an. Besser als ich gedacht hätte. Das ist schwerer als ich gedacht hätte. Da. Das ist dein Zauberstab aus Harry Potter. Und zwar ist es der von... Der Zauberstab von Neville Longbottom. Hat einen bestimmten Grund, dass ich mir diesen Zauberstab, also das ist mein erster Zauberstab von Harry Potter, den ich mir gekauft habe, hat seinen Grund, dass ich diesen hier als ersten ausgewählt habe. Den Stab von Neville Longbottom, weil... Neville, ich weiß nicht... Ich verbinde so ein bisschen was mit Neville. Neville in Harry Potter ist ja so der Außenseiter-Typ, der Peinliche, dem immer mal wieder ein Missgeschick passiert, der immer mal wieder in die Patsche kommt und von den Slytherins gemobbt und verarscht wird und die ganze Zeit und so. Und aber er hat ein gutes Herz. Er hat das Herz am rechten Fleck und ist am Ende im letzten Harry Potter Film oder beziehungsweise Buch, falls jemand die Bücher gelesen hat, nur. Ich glaube, da kommt diese Szene auch so ähnlich. Da ist er dann der Einzige, als alle aufgeben wollen gegen Lord Voldemort, der aufsteht und sagt, nein, es ist noch nicht vorbei, du bist im Unrecht und wir müssen für alle, die jetzt gestorben sind in diesem Kampf, in diesem Krieg, müssen wir weitermachen und so. Und der sich dann noch auflehnt, selbst in dem Moment, als es anscheinend keine Hoffnung gibt. Das finde ich inspirierend, sowas. So eine ähnliche Vergangenheit, aber sowas ähnliches habe ich auch, obwohl ich mich noch nie gegen einen dunklen Lord jetzt gestellt habe, in dem Sinne. Gut, ich war gegen Artikel 13 demonstrieren. Könnte man, wenn man es jetzt so interpretiert, Artikel 13 sich als Menschen vorstellt, ohne Nase, mit bleicher Haut. Ja, jetzt habe ich einen Zauberstab, ist doch cool. Der fühlt sich sehr schön an. Das schaut übrigens aus wie Holz, das ist kein Holz, der ist im sogenannten Cold Cast Verfahren gemacht. Den Satz kann ich auch nur auswendig, weil ich ihn vom Ellenwald kenne, weil die mal solche hin und wieder ihre Produkte in Videos vorstellen. Und es ist auch so eine Art, ja, Keramik-Kunststoff gefertigt. Also es sieht halt aus wie Holz. Es sieht schon echt edel aus. Wenn es wirklich so aus Holz geschnitzt worden ist und wenn es so ein Ast ist, diese ganze Fraktur hier. Und es ist hier noch so, das Logo, ich weiß nicht, ob man es gerade erkennt. Hier. Bisschen, ja, das Licht ist gerade nicht so gut. Dass es lizenziert ist. Und ja. Schöner Griff hier, so schön, so verschnörkelt. Gefällt mir. Ich habe einen Zauberstab, ich bin ein Zauberer. Das war dann mein Unboxing-Video. Aber Petrificus Totalus. Nein. Ihr wolltet doch jetzt nicht ernsthaft verschwinden, ohne auf den Abo-Button zu klicken. Ich lasse euch hier so lange eingefroren, bis ihr das macht. Und falls ihr das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mir wenigstens ein Like geben oder kommentieren. Und ich hätte jetzt einen Gegenzauber gesagt, aber mir fällt gerade nicht ein, wie der geht. Ups. Dann danke fürs Zusehen und den Support. Nerdmask out.